Das wird eh nicht lange halten. So, was haben die Klöppel im Pokémon Center zu klöppeln? Ich würde gerne ein paar der Trainer aus Galar in meine Heimatregion einladen. Welche denn? Ach, was frage ich so blöd, das ist Kanto. Ich bin extra den weiten Weg von Einal hergekommen. Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen und auch mal diese Pokéjobs ausprobieren. Ja, richtig, die haben wir auch irgendwann mal. Wow! In der Maschine, da befindet sich ja ein Rotom. Ich sollte vielleicht mal gucken, ob ich irgendwelche Pokémon beim Pokéjob abgegeben habe. Herzlichen Glückwunsch. Vermissen wir Pokémon? Nein, gut. Ich dachte schon, ich hätte irgendjemanden versehentlich ein paar Monate beim Pokéjob zurückgelassen. Ist das... wäre gemein gewesen. Wenn ich da runtergehe, Teenage Mutant Ninja Turtles. Was war so in dieser Stadt los ist? Rose hat es geschafft, diese Stadt mit seinen Investitionen zu einer Touristenattraktion zu machen, ohne dabei ihren historischen Flair zu zerstören. Ja, nein, hat er nicht. Rose hat es geschafft, diese Stadt... Ja, nein, ich will mit der da reden. Wie viele Firmen besitzt Rose eigentlich? Ja. Ich meine, guck mal hier, die Fassade ist super erhalten. Abgesehen von diesen riesengroßen Leuchtreklametafeln, die den Leuten daran hindert, aus dem Fenster zu gucken, aber ist egal. Perfekt erhalten, die ganze Stadt. Ach du Scheiße. Ja, da hinten hat richtig Spaß. Kiku! Ich finde es ja gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal verlaufe. Schließlich macht es einen riesen Spaß, auf die Karte zu schauen und so an sein Ziel zu kommen. Da muss ich dir widersprechen, weil ich springe jedes Mal auf dieses verdammte Fahrrad, wenn ich auf die Karte gucken will. Weil Game Freak nicht weiß, wo der Kartenknopf bei der Switch ist. So viele Leute. Ich hatte mich verlaufen, aber zum Glück gibt es ja die Flugtaxis. Ja, was ein Glück. Schmeiß es einfach weg, das taugt nichts mehr, das Pokémon. Mebrana, du hast viel zu viel gefuttert. Geht's dir gut? Ach, es kotzt gerade die Mülleimer voll. Perfekt. Kann Barista Jondis da hinten sich mal irgendwie kümmern drum. Unser Hotel, das ist auf die Pokémon angewiesen, die für Pokéjobs vorbeischauen. Es gibt bestimmt irgendeine Art von Arbeit, die ich besser erledigen kann als Pokémon. Warte, mir fällt gleich was ein. Ich sehe schon, ihr seid eine Gesellschaft, die überhaupt nicht mehr arbeiten muss, oder? Ihr habt alles den Pokémon zugeschoben, also diese quasi gesamte Pokémon-Welt ist versklavt worden. Und ihr hockt den ganzen Tag über in diesem komischen Barista-Alista-Lokal herum und starrt euch an. Oder starrt euch in euren Skype-Konferenzen an. Ich könnte wetten, die chatten gerade miteinander. Um Dynamax-Pokémon die Stirn zu bieten zu können, muss ich wohl auch über mich hinauswachsen. Nein, muss einfach nur nervig und konsistent und persistent und einfach nur stur sein. Vielleicht nicht, weil ich mir in der Naturzone einen Dynaraid, um die Zeit bis zum Beginn der Kämpfe zu vertreiben. Bitte tu's nicht. Niemand braucht dein Carbador. Das stopft nur Plätze für richtige Pokémon voll, die was ausrichten. Boah, ja, ich will auch mal einen Dynamax-Kampf machen. Ist egal, ob ich ein Pokémon dafür habe. Los, Carbador! Nur zur Hydro-Pumpe gegen dieses Rosana. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte gucken, welche Pokémon an Stelle 1 und 2 sind. Fatalis und Mo. Ja. Nein. Willkommen am Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Ja, wenn ich die Belohnung selber bezahlen müsste, dann wären wir hier bei EA. Willst du es mal ausprobieren? Ja, weh, du verprügelst mich. Dann mal nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Barista Aiden fordert mich heraus. Wer hätte das gedacht? Karamell-Erdbeer sieht irgendwie lecker aus.
Okay, Fatalis, Peitsch. Ja, und du Lauchklinge. Ja, Eulenklatscher. Von Sabayone. Los, Lauchklinge. Yay! Und eins weniger. Okay, Fatalis holt auf und als nächstes machen wir das gleiche nochmal auf das andere Ding. Auf zu sabbern. In der Zunge rein. Du weißt, was ich davon halte. Das Einzige, was schlimmer ist, sind diese komischen Gefriert-Teddys. Ich das schon sehe, ich hätte mit der richtigen Attacke angreifen sollen. Aber Lauchboy haut das Ding aus den Latschen. Gut. Na, wie bist du mit der schweren, bitteren Note dieses Kampfes zurechtgekommen? Wie gesagt, Karamell-Erdbeer war eigentlich ganz lecker. Was kriege ich jetzt? Der Kampf war so erklicklich wie ein Glas Limonade. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Ein Wutkeks, ja? Ist das dein Ernst? Ich bin schon viel länger Delions-Fan als du, okay? Schon seit deinem allerersten Kampf in der Arena-Challenge damals. Das kann ja jeder erzählen. Sowas macht dich noch lange nicht zu einem besseren Fan. Jeder Delion-Fan hat ein Rad-Up. Aber okay. Der ist ja nicht so, als würde die neue Frisuren haben. Warum also? Ich habe ein Autogramm von Mary bekommen, gerade eben. Ich werde es hüten wie meinen Augapfel. Oh, Mary ist schon da, super. Liegt es irgendjemand Anständiges in der Stadt? Fuck! Habe ich jetzt die Haare ausgewählt oder? Ja. Okay. Nee. Aber ich sehe schon irgendwie... Ich meine, ich könnte ihr nochmal die Frisur geben. Aber eigentlich, warum? Warum? Gut, können wir hier noch was ändern? Seitlicher Pony. Gar kein Pony. Kurzer Pony. Langer Pony. Ah, wir bleiben dabei. Ja, ja, und fürs Haare angucken habe ich jetzt 3000 Poké-Dollar gezahlt. Das ist Logik, Game Freak. Sollte sich erst die Frisur aussuchen und dann bezahlen müssen. Aber nein. Nein, nur mal das Haarmenü zu sehen, 3000 Poké-Dollar. Kannst du ja speichern, wenn es dir Spaß macht. Meine Schwester rät mal wieder Käse. Wieso, was sagst du denn? Ein schön groß, unser Riesenrad, oder? Wir nennen es den Überroller von Gala. Hör auf deine Schwester, du bist dumm, kleines Mädchen. Ein Match vom Champ. Ja, irgendwann mal. Brücken verbinden einen Ort mit einem anderen. Deshalb kann man sie auch als Symbol für die Freundschaft verstehen. Ich bräuchte mal einen Krankenwagen. Und die Leute mit den weißen Jacken. Dieser alte Mann stand zu sagen in der Sonne. Was? Warum ich nicht ins Hotel gehe? Na, warum sollte ich? Da geht der Plot weiter. Glaube ich. Ey, Giftschleim. Hm. So ein Pech, Bob hat schon Nasenspray, Halsspray, also so ähnlich. Kommt alles irgendwo in den Rachen.
Haben wir mehr als dieses eine versteckte Item? Ich denke nicht. Wenn ich über diese Brücke gehe, um mir ein Match anzusehen, bin ich immer voller Vorfreude. Und wenn ich dann über die Brücke nach Hause gehe, bin ich immer noch ganz aufgeregt von allem, was passiert ist. Wir können einfach ins Stadion reinspazieren. Aber Challenger müssen sich erst beweisen, bevor sie es betreten dürfen. Ah, du bist aber schnell von der anderen losgekommen. Oder ist das hier quasi so eine Doppelsituation, dass du die hinten am Wickel hast und die hier auch am Wickel? Und die, die dich weniger nervt, die willst du dann irgendwie noch vernaschen. Na, Fukano? Wir hatten letztens ein Nest mit dir. Und dann kam die scheiß Community Day-Dinger da. Nee, die Pokémon Day-Events. Und sofort war das Fukano-Nest nach 2 Tagen weg. Das war ein bisschen blöd, weil jetzt haben wir wieder diese blöden Lilliep-Fossile, die kein Schwein braucht. Komm, Fukano, Wettrennen bis zum Stadion. Find ich gesund. Das Score-Stadion ist so groß. Wie viele Häuser da wo reinpassen? 1. Denn es ist dein Haus. Bevor man aufgewacht ist, weiß man noch nicht, wie das Wetter draußen aussieht. Genauso weiß man nie, wie ein Kampf ausgeht, bevor er endgültig vorbei ist. Ich kombiniere. Alte Leute, die auf Brücken stehen, haben alle irgendwie einen Trilli. Ich überlege aber gerade wirklich, wo geht die Story weiter? Im Stadion oder hinten im Hotel? Bei einem von beiden. Spring nicht! Toll! Resaldero, echt super! Versuch doch nächstes Mal noch etwas entschlossener zu sein. Wie gesagt, spring nicht. Ich weiß, dein Trainer hat irgendwie eine Meise, wenn er mit einem... Allerdings, da Shirt rumrennt, aber... Ja, ich weiß, wenigstens einer, der dich versteht, ich kenne das Problem. Diese blöden Eichhörnchen. Oho, wie ich sehe, hast du einen Smart-Rotom und ein Fahrrad. Da weißt du bestimmt schon, dass Rotom gerne in verschiedene motorgetriebene Geräte schlüpft, oder? Wenn du wissen willst, wie das funktioniert, dann kämpfe gegen mich und meinen Rotom. Du wirst gleich bauklitzestaunig. Ich zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Wie viele Pokémon hast du? 5? Ey, gut. Gut, dass Fatalis anstelle 1 ist. 3. Na dann, Feuerpeitsche, los. One hit. So, Bob und Lauchboy brauchen auch noch Level. Als nächstes setzt der Rotom ein. Was könnte das nur sein? Waschmaschinen-Rotom. Oh, richtig, weil Wasser. So, Fatalis, du wartest auf meine Anweisung, dann mach einen Drachenpuls. Los. Ich glaube, das Rotom kommt sich jetzt sehr, sehr blöd vor, weil es verfehlt hat. Komm. Lass mal deine Schlammbohre waschen. Warum auch immer die lila ist. Schlamm war das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, noch braun, aber okay. Noch ein Rotom, noch ein Rotom. Welches Rotom, welches Rotom? Ich sag's dir, ich sag's dir. Aha, das Ofenrotom. Ich bin bei... Warte. Schlammburge. Der Drachenpuls ist denn doch eher was für Drachen. Da haben wir wenigstens noch einen Buff und das Ding ist mit einem Schlag weg. So, Seamus wurde besiegt. Aber Rotom ändert doch seinen Typ und seine Attacken, wenn es die Form wechselt. Ja, ich habe dich mit einem Pokémon besiegt. Mach den Mund zu. Du hast all meine Rotom besiegt. Bei dir ist dieser Katalog besser aufgehoben. Jetzt brauche ich nur noch ein Rotom. Yay!
Mit dem Rotom-Katalog kannst du Rotom verschiedene Haushaltsgeräte schlüpfen lassen. Ja, whatever. Guck dir das Finale an.